Wenn ihr das Video hier seht, Leute, bin ich wahrscheinlich schon im Urlaub, deswegen kann ich jetzt nicht so krass auf Kommentare eingehen. Wer Bock hat, kann mir gerne bei Instagram folgen, ja. Da versuche ich so viel wie möglich eine Story zu posten und vielleicht auch mal live zu gehen, wenn das Internet das zulässt. Ja, Link ist in der Videobeschreibung. Viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, was geht? Ja, wir haben schon den Mercedes C63 S. Coupé getuned, ja, ist schon ein bisschen länger her, aber das ist auf jeden Fall ein richtig geiles Auto. Also jetzt leider nicht zum Fahren, aber zum Angucken, zum Tunen eigentlich auch und vom Sound war der eigentlich auch ganz gut. Den haben wir schon gemacht. Der kam ja mit dem, ich glaube, der kam mit dem Vehicle Drop, ne? Deswegen habe ich ihn auch direkt, ja, genau, der kam mit dem Vehicle Drop. So, was wir aber noch haben, wir haben noch einen C63 hier, ja, und zwar den alten, ja, und das sogar als Black Series, ja. Also erstmal finde ich generell optisch, die sind beide geil, ja, die sind beide geil, aber ich muss sagen, ich feiere den alten immer noch mehr, ne? Weil der einfach einen richtig heftigen V8 drin hat, ne? Also ich finde den hier auch auf jeden Fall, wie gesagt, richtig nice, auch V8 zwar, ja, aber nur noch, wie viel Liter hat er eigentlich? 4 Liter, ne? 4 Liter, glaube ich. Ja, also eigentlich kein richtiger 63er mehr. Insofern, Brudi, warum 63? Nenn den von mir aus C40. Also. Die Bezeichnung ist leider aktuell bei Mercedes nicht mehr so gut, finde ich. Also, ist irgendwie unklar. Früher war klar, da steht 63, dann hat er 6,3 Liter, ja. So. Erstens das und zweitens, wegen dem Turbolader, das frisst so viel Sound auf. Ich weiß nicht. Also, soundtechnisch, das Ding hier immer noch Beast. Und so ein heftiger Motor. Digga, das ist der allerechte Mercedes, ist das. Das ist der allerechte C63, ja. Und den werde ich mir jetzt kaufen, Gönnung. Jo, ihr seht ja nochmal, wie wir den damals gemacht haben, ja, also die Folie ist immer noch geteilt. Die wurde echt häufig runtergeladen. Ich glaube, die ist Top 2, wenn man bei Top 100 guckt. Echt krass, hätte ich nicht gedacht. Ja, jetzt gucken wir mal den hier. Die. Es ist so geil, ne? Also normaler C63 ist schon absolut krank, ja. Aber dann noch als Black Series und vor allem, was ich ja wieder ultra geil finde, als Dreitürer, ne? Digga, richtig. Ich hasse diese langen Dinger da mit fünf Türen, Alter. Braucht kein Mensch, ey. Außer es ist vielleicht eine Familie, ja. Aber dann fahre ich nicht so ein Auto, ehrlich gesagt. Was allerdings, was ich hier nicht verstehen kann, ja. Das ist ein C63 Black Series. Ja, das sieht man jetzt an vielen Sachen, ja. Also hier an der Motorhaube zum Beispiel, das auch. Das hat der normale nämlich auch nicht. Was aber irgendwie fehlt, ist der X-Spoiler, ja. Haben die das irgendwie vergessen? Also ich kann mir, ich glaube nicht. Dass man den, guck mal, hier steht sogar hinten drauf. Alter, wie schön. Da. Black Series, Junge. Damit direkt jeder Bescheid weiß, ja. Ich glaube aber nicht, dass es ein Black Series gab oder dass man den so bestellen konnte ohne Spoiler. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Deswegen, wir werden ihn auf jeden Fall so aussehen lassen wie ein echter und machen da auch wieder einen Spoiler drauf. Boah, bei der Farbe, ne? Oh Mann, das wird schon echt wieder schwierig. Ich feiere den Wagen in Weiß und in Rot. Schwarz geht sowieso immer, ne? Ist klar. Aber weiß ist halt echt geil. Und dann so überall so schwarze Applikationen. Rot feiere ich auch. Gelb jetzt nicht so. Wir gucken einfach mal. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, was man jetzt hier noch so machen kann. Ich werde den wahrscheinlich so viel wie möglich Standard lassen. Guck mal hier, Carbonhaube zum Beispiel. Könnte man auch machen noch. Das finde ich, das könnte man noch bringen. Aber ich mag halt einfach den Standard-Look, ne? Wir machen erstmal weiter. Ja, oh, also tuning-technisch ist hier nicht so viel los. Ne? Man sieht es schon. Also, man kriegt jetzt hier unten noch aus Carbon die Lippe und noch Frontleitbleche mit da dran. Ja, das kann man nehmen, ne? Felgen, ja, das ist auch wieder, also, wer das jetzt hier ändert, ne, der gehört der echt bei, also, ne. Wir haben Hochglanz, Schwarz, können wir auch aus Carbon kriegen, Spiegel, okay. Seitenschweller, der ist auch jetzt hier Hochglanz, Schwarz. Das kriegen wir auch aus Carbon, das ist easy, perfekt. Okay, wir kriegen echt eine Carbonlippe. Ich finde das ja cool, ne? Aber. Ha! Digga, zum Glück! So, jetzt. Warte, jetzt lass mich mal kurz gucken, ob das der echte Spoiler ist. So, ich habe gerade mal Google kurz. Es ist so ein bisschen versucht nachzumachen. Ja, also da ist so ein bisschen nachgeähnelt. Aber was mich auch irgendwie gestört hat, ist, diese Rundung fehlt, ne? Wenn man von hinten guckt, der Spoiler ist wirklich schnurgerade. Und normalerweise ist er so leicht gerundet. Ja, das ist jetzt schwer zu beschreiben. Könnt ihr ja mal im Internet gucken. Ja, aber auf jeden Fall, der muss da dran. Safe. Ja, das ist hier ein C63. Black Series, Junge. Da muss das da dran. Was können wir denn hier hinten noch? Alter, ist das unlackiert? Digga, das ist auch unlackiert, ne? Also, das glaube ich auch nicht, dass das hier. Ja, Carbon. Ja, sichi. Ja, komm, oder? Sollen wir den jetzt zur Carbonhaube geben oder nicht? Ja, komm, oder?
Kannst du mal machen. Sagen wir, ist nach nicht. Oh, kein Innenraum. Oh nein. Kein Innenraum. Scheiße. Kannst keinen Innenraum machen. Okay, was machen wir jetzt mit der Farbe? Ich glaube, ich mache den sogar wirklich weiß, ey. Ich finde, das Problem ist, ich habe jetzt hier ein Problem mit diesen... Wie nennt man diese Leisten überhaupt? Die ganzen Leisten, die silber sind, ja? Finde ich nicht geil. Auch hier vorne am Grill nicht. Das müsste eigentlich noch schwarz. So, bei Rot ist das sehr auffällig. Deswegen würde ich den Wagen weiß machen, weil seht ihr, da fällt er nämlich gar nicht mehr so auf. Ne, Leute, ich mache sie wieder weg. Aus dem Grund auch wegen dem Grill vorne. Das ist zu auffällig. Ja, guck mal, das ist schön schwarz. Und dann fällt das Silber wieder so heftig auf. Ne, das gefällt mir nicht. Dann machen wir das so. Ist ein bisschen unauffälliger. Finde ich eigentlich auch geil, so wie es ist. Ich habe ihn allerdings jetzt gerade mal eben schwarzes Dach gemacht. Das zeige ich euch mal kurz, wenn ihr das haben möchte. So, ist einfach jetzt geteilt unter Streifen und Co. Street Racing, Pro Racing. Ja, wer Bock hat, einfach mal. Wenn ich hier eine Folie mache, dann teile ich die auch. Ja, weil irgendeiner will das immer haben. So, bevor wir uns jetzt durch den Installer gucken, muss man erstmal noch die Karre auftunen. Also, der hat Standard 510 PS. Da muss ich sagen, ich bin mir da jetzt echt nicht sicher, ne? Aber hatte der nicht irgendwie 507 maximal? Also, die maximale Ausführung war da, glaube ich, 507 PS, oder? Keine Ahnung, kann auch sein, dass er 3 PS mehr hat, die Black Series. Gab ja, glaube ich, den Edition irgendwas, ne? Der hat auf jeden Fall 507. Aber keine Ahnung. Ist mir jetzt auch egal. Wir bauen erstmal alles ein und gucken, was er dann hat. Das ist interessant. So, und wir kommen auf... Oh, 730 PS, Alter. 730 PS. Boah. Digga, das ist krank. Das ist... Also, die Karre ist eh schon so krank, ne? Also, ich habe das Gefühl, wenn du das Ding in echt mit 700-800 PS machst, Alter, dann hast du nur noch durchdrehende Räder bis zum Gehen nicht mehr. Jetzt gucken wir mal den Sound, Alter. Ey, ich bin gespannt. So, direkt schon mal eine Sache, Alter. Wenn der sich jetzt nicht geil anhört, ne? Digga, da bin ich echt enttäuscht. Also, weil der hat einer der krassesten V8-Sound überhaupt. Der ist so komplett einzigartig, Junge. Wenn ich den höre, nur den Sound höre, weiß ich sofort, ah, C63, der alte. Das ist, weiß man. Wenn der jetzt scheiße ist, dann raste ich hier aus, ey. Ey, verpiss dich mit deinem scheiß Motorrad, Mann. Mach dich weg, Junge. Ja, will ich hier raten. Warte, ich muss noch mal ein bisschen genau hören. Hm. Wir fahren mal. Wir gucken nochmal beim Fahren. Also, es hört sich auf jeden Fall ganz anders an als dieser C63S. Ja, das ist schon mal richtig. Hört sich so richtig Renn V8 an, aber... Ja, man... Es ist schon... die haben es... Man merkt, dass sie das versucht haben, in die Richtung zu kriegen. Ja, dieses helle Knattern, das haben die echt gut gemacht. Also, ja. Aber der Begrenzer zum Beispiel, ne? Da hört sich einfach scheiße an. Ich glaube, am besten hört es sich immer noch untertourig an, irgendwie. Da, hier so zwischen 3.000 und 4.000. Da finde ich, geht er. Da geht er eigentlich klar. Da geht er klar, ne? Aber hier oben rum. Ne, oben rum ist das verkackt. Schade, Alter. Finde ich jetzt echt nicht so geil. Also da haben sie den neuen C63S auf jeden Fall besser nachgemacht. Aber, hey, der Wagen ist mega geil. Richtig nice. Wir werden einfach mal ein bisschen auf der Rennstrecke fahren. Wobei, ich will mal eine Kurve so ein bisschen nehmen. Ich will mal gucken, wie gut der hier um die Kurve kommt. Vielleicht driftet er ja ein bisschen. Ja, wird unterdrückt. Handbremse. Also... Normalerweise, wenn du hier in die Kurve fahren würdest, ja, und dann Vollgas drückst, dann geht das Ding quer. Aber sowas von. So.
6,3 Liter, 730 PS auf Hinterachse ist am Stissel. Ja, jetzt zeig, was du kannst, Digga. Abtrieb haben wir auch, ja, muss also eigentlich gut laufen. Also, lenkt schon mal schön ein. Okay, die Beschleunigung ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich finde schön, der lenkt sehr direkt ein. Das finde ich echt geil. Der ist ja auch irgendwo ein bisschen für die Rennstrecke eher gebaut. Also eher für die Rennstrecke als für den Straßenverkehr, würde ich mal behaupten. Aber... man hat hier wieder das Problem, dass der einfach übelst durchdreht, ne? Bei den Nitromos. Ist der Schalter dann irgendwann nicht mehr höher. Der dreht einfach bei maximaler Drehzahl nur noch durch und schaltet einfach nicht weiter. Ja, da kommt er halt nicht so gut voran. Ist aber echt schwierig, hier nach vorne zu kommen, ne? Ja, genau. Wahrscheinlich fährst du jetzt hier vorbei, ey. Ja, fährt schon mal 421. Scheiße. Ja, ich wollte gucken, was der V-Max hat. 421 ist auf jeden Fall okay. Ja, ist nichts Besonderes, ist okay. Ja, das stört mich einfach, ne? Ah, der ist ja immer... der geht dann einfach in den Begrenzer rein und dann dreht er nur noch durch. Schaltet nicht hoch. Aber ich finde echt cool, dass er so schön direkt einlenkt. Das ist richtig geil. Man müsste noch ein bisschen fahren üben, dann... würde man die Kurven noch besser nehmen. Mal hier schön Feuer aus allen vier Rohren. Nice. Aber ich habe so das Gefühl, dass andere Autos immer noch schneller beschleunigen als ich, ne? Also, gefühlt hilft dir das ganze Nitro der Welt nichts, weil du hier irgendwie... die anderen doch noch schneller. Bin natürlich auch nicht schön gefahren, ja, ist klar, aber ist ja erstmal auch die erste Runde hier, ne? Ja, Junge, ich wollte ihn noch wegkicken. Ja, und TT, nee, das geht nicht. Nein, du, ja, du darfst, aber der TT darf das nicht. Das darf er nicht. Nee. Also kann jetzt hier kein TT vor mir ins Ziel kommen, Digga, das geht nicht. Das geht nicht. Einfach nur noch 10%, 9, 8. Oh, Brudi, Brudi. Nein, ich verpasse den Checkpoint. Ich verpasse den Checkpoint. Scheiße. Er guckt schon traurig, ne? Ja, hat auch keinen Bock mehr. Ne? Scheiße. Digga, wir fahren noch mal St. Georg. Ich gebe dir noch eine Chance, komm. So. Also, wer so ein bisschen die letzten Videos verfolgt hat, der weiß, dass ich hier öfter mal ein Problem habe mit der Strecke. Und zwar da oben bei dem Berg. Ich hoffe, dass jetzt nicht wieder hängen bleibt, das Spiel, ja? Das wäre sehr ehrenwert, wenn es jetzt nicht hängen bleiben würde. Oh. Haben wir heute mal richtig Glückstag hier erwischt, ey. Patsch, kaputt. Ja, dann fahrt er mit dem Fuchs. Er driftet gar nicht, ne? Gar nicht. Das hat überhaupt nichts mit Realismus zu tun. Gar nicht, Alter. Null. Also das ist komplett unlogisch. Also wenn der nicht quer geht in so eine Kurve bei einem Vollgas drückst, dann weiß ich auch nicht. Digga. Die Karre ist irgendwie lahmarschig, ne? Also generell sollte man jetzt von diesen, an denen, auch von den anderen C63 nicht erwarten, dass die richtig gut sind, ne? Ich sag mal, von der Beschleunigung mit Nitro kommt mir der Wagen hier so vor wie der Dodge SRT Hellcat zum Beispiel. Ja, da drückst du einfach Nitro und dann... das ist einfach nervig, ne? Und wie du siehst, kommst du hier auch einfach nicht voran. Deswegen, also, so ein Auto, das braucht man jetzt nicht, weil da hatte, glaube ich, auch mal einer nachgefragt, so ein Auto braucht man jetzt nicht mit einem Huracan oder egal mit welchem Lamborghini hier vergleichen. Das macht keinen Sinn. Auch nicht mit einem Audi E8 oder so, ne? Logischerweise.
Das macht einfach keinen Sinn. Ja, weil die Karre hier wird immer schlechter abschneiden. Ob es jetzt in der Beschleunigung oder im Lenkverhalten ist. Wie gesagt, ich finde echt cool, dass er so schnell reagiert hier. Ja, also lenkt hier schön sehr schnell ein. Aber irgendwas fehlt dem. Da fehlt Druck. Da fehlt irgendwie Druck, keine Ahnung. Da kommt nichts. Da kam er jetzt ein bisschen. Guck dir das mal an. Also. Ah ja. Das sieht schon mal nach einer C63 aus. Hier kommt er wieder gar nicht. Guck mal, wie der fährt. Guck mal, wie der fährt, Alter. Also dieser Gummiband-Effekt oder wie auch immer, der ist einfach. Ne. Guck mal, aber der Rest da hinten, guck mal, da sind voll viele Leute, die sind ganz am Arsch der Welt. Kann mir keiner erzählen, dass die jetzt so viel schlechter gefahren sind. Nee, die ersten, der erste sowieso und manchmal auch die ersten beiden Plätze, die werden einfach irgendwie ultra geboostet, ne? In manchen Rennen mehr als in anderen. Ja, wir sind nicht allzu schlecht gefahren, aber wir waren wesentlich, also wir waren 10 Sekunden langsamer als das schlechteste Motorrad, was ich hier gefahren bin, glaube ich. Ja, das Einzige, was man vielleicht mit dem Wagen kann, ist hier so ein bisschen Donut oder so. Da ist er bestimmt nicht schlecht, oder? Ja, guck mal hier, das kann er. Das kann er. Ja, da kommt er klar. Ja, oder mal einen Streifen hier ziehen, ja, genau. Das kann er auf jeden Fall. Ja, das ist okay. Aber ja, sonst, du kannst halt von dem Auto nichts erwarten, ne? Ich finde das Auto mega geil optisch. Finde auch schön, dass man hier so ein bisschen was tunen kann noch. Aber ja, der Sound ist erstmal nicht so geil. Und für ein Rennen ist das sowieso scheiße, ne? Da brauchen wir eigentlich gar nicht. Also, meiner Meinung nach braucht man da nicht drüber sprechen. Ist für mich vorher klar gewesen. Aber, ja, ist einfach ein cooles Auto, cool den zu haben. Und ja, eigentlich mir gibt es auch nicht mehr zu sagen. Ich werde vielleicht nochmal einen kleinen Vergleich machen zum alten C63 bis zum neuen. Ja, wenn einer unbedingt Mercedes-Fan ist und unbedingt C63 fahren will, dann können wir vielleicht nochmal gucken, was ist jetzt hier besser von den beiden vielleicht. Ja, aber brauchst du jetzt nicht mit den Top-Autos zu vergleichen. Tja, Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video hier. Könnt ihr mal gerne eure Erfahrungen mit dem C63 reinschreiben. Ah, schön, ne? Black Sea. Oh, böse. Leute, macht's gut, euer Zocker. We'll be right back.